Carolina Rig, Texas Rig, Dropshot und Wakey Style. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir ausschließlich mit Spinner, Blinker oder Gummifisch unseren heimischen Räubern nachgestellt haben. Neue Methoden erobern das Land und können das Repertoire des Spinnfischers bereichern. Wie das im Detail funktioniert, zeigen wir euch heute für das Magazin Der Raubfisch. Schauen wir uns zunächst den Aufbau einer Dropshot-Montage an. Meine Hauptschnur kommt von hier oben. Anknoten werde ich hier ein Fluorocarbon-Vorfach, beliebige Länge. Bitte darauf achten, dass ihr da nur gute Qualität verwendet, weil ihr doch ziemlich viel am Grund unten Steinkontakt habt. Als Knoten verwende ich einen Schlagschnurknoten. Dann knote ich mit des Paloma-Knoten einen White-Gap-Haken an. Das ist hier. Da kann ich dann einen beliebigen Köder, einen No-Action-Shad wie hier, einen Wurm, einen kleinen Shad anknoten. Und dann geht es runter zu der Bleimontage. Das Besondere hier ist, dass ich hier ein Blei verwende, das ich einklippen kann. Und dadurch habe ich den besonderen Effekt, dass ich den Abstand des Köders zum Grund variieren kann. Und das macht das Besondere beim Dropshotten aus. Ich kann den Köder sehr nah präsentieren oder ich setze das Blei weiter unten an und vergrößere damit den Abstand des Köders zum Grund. Was an dem einzelnen Angeltag am besten funktioniert, welcher Abstand, das müsst ihr selber rausfinden. Ich fange immer mit diesem Abstand an, verkürze zur Not, wenn ich vermute, dass die Fische näher am Grund sind, oder verlängere auch wirklich bis zum halben oder sogar einem Meter den Abstand. Beim Werfen mit der Dropshot-Angel muss ich darauf achten, dass ich auch wirklich sauber den Boden erreiche. Ich stoppe den ausgeworfenen Köder ab, bevor er die Wasseroberfläche erreicht. Dadurch streckt sich die ganze Montage, habe meinen Finger in der Absinkphase in der Schnur. Dadurch merke ich auch Bisse, die in der Absinkphase stattfinden, regelmäßig stattfinden, und merke ganz deutlich, wenn das Blei auf den Boden aufsetzt. Dann beginne ich mit leichten Zupfern den Köder einzuholen. Das hat wirklich nichts mit schnellem Abfischen einer bestimmten Region zu tun. Das ist systematisches Abklopfen eines eng begrenzten Bereiches, von dem ich weiß, dass dort Fische stehen und wo ich den Fischen den Köder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Nase rumtanzen lassen möchte. Ich variiere diese Zupftechnik dann immer wieder mit einer Technik, bei der ich einfach nur den Köder einkurbe. Auch hier nur wenige Zentimeter immer. Das Blei stolpert jetzt über den Boden, überträgt die Schwingung auf den Köder, und das ist das, was letztendlich den Reiz für die Raubfische ausmacht und den Biss provoziert. Jürgen fischt an einer hindernisreichen Stelle. Hier vermutet er die Zander. Damit liegt der Gold richtig. Lange muss er nicht auf einen Biss warten. Der hängt im Baum. Der Fisch hängt im Baum. So, da kommt unser Zander, den wir aus den Baumstümpfen hier rausgekitzelt haben. Hat sich bewiesen, dass die Dropshot-Methode hier genau richtig war, um zwischen den versunkenen Stümpfen unseren Köder möglichst grundnah noch zu platzieren. Ein ganz besonderes Thema beim Dropshot-Fischen ist der Anschlag. Sind wir es als Spinnfischer normalerweise gewohnt, schon beim geringsten Zupfer anzuschlagen, machen wir das jetzt beim Dropshot-Angeln besser nicht. Der Köder schwebt ja mehr oder weniger unbebleit unten am Grund. Der Fisch packt den Köder und würde in dem Fall, wo wir jetzt sofort anschlagen, den Köder loslassen, und in den allermeisten Fällen sitzt der Haken nicht. Besser ist es abzuwarten, bis der Fisch wirklich deutlich abzieht, und dann erst den Anschlag zu setzen, und dann gelingt es uns auch in den meisten Fällen wirklich, den Haken sauber zu platzieren. Und wie das funktioniert, zeigt Jürgen gleich mal vor laufender Kamera. Ja. Da kommt der kleine Zander. So, das war jetzt unser Zander hier auf eine Dropshot-Montage geworfen, also durchaus auch für Uferangler einsetzbar. Ich habe jetzt hier einen Abstand gewählt, 15-20 cm vom Grund fische ich den Köder, und offensichtlich gefällt den Zander das ja.
bisschen aufwendiger die sogenannte Carolina-Montage, bei der der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Unmittelbar an die Hauptschnur, auf die Hauptschnur ziehe ich ein Gewicht auf, fädel meine Perle ein und habe dann einen Wirbel einzuschalten, um den auftretenden Schnurdrall zu reduzieren. Ich kann auch fertige Montagen mir schon mittlerweile schon kaufen, wo das Blei, die Glasperle und zusätzliche Gewichte, die Geräusche erzeugen, bereits fertig montiert sind und montiere daran dann mein Vorfach. Das Vorfach kann unterschiedlich lang sein, sollte unterschiedlich lang sein. Bei der Länge bitte bedenken, umso länger das Vorfach ist, umso schwerer wird euch die Bisserkennung fallen. Aber Sinn und Zweck der unterschiedlichen Vorfachlänge schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Nach dem Auswerfen sinkt mein Gewicht zu Boden, erreicht den Boden und erheblich langsamer folgt der unbebleite Köder. Wie lange die Absinkphase jetzt dauert, hängt natürlich von der Länge des Vorfachs ab. Ein kurzes Vorfach wird entsprechend schnell am Boden ankommen, ein langes Vorfach wird etwas länger brauchen. Genau das sind die Vorteile des Carolina Rigs, dass ein Gewicht bereits am Boden ist, ich Bodenkontakt habe, also grundnah fische und ein schwereloser oder fast schwereloser Köder erheblich verlangsamt folgt. Der Raubfischexperte hat noch einen Trick auf Lager, wie man aus einem Texas Rig in Windeseile ein Carolina Rig macht. So, ich montiere jetzt hier die Perle, das heißt, ich fixiere die jetzt mit einem einfachen Zahnstocher, kurz aus dem Texas Rig Carolina gemacht. Wir suchen es jetzt mal so mit 15 cm und gegebenenfalls verlängern wir die Länge des Vorfachs noch bis auf einen halben Meter hoch. Umso länger das Vorfach ist, ganz klar, umso länger ist die Absinkphase des Körpers.